Einen schönen guten Tag. Grüß Gott. Merza, ich sehe Tage Ducha. Wir wollen uns heute beschäftigen mit einem Mann, aber vor allen Dingen mit einem Werk, das er, man muss richtig sagen, zusammengestellt hat, das er bearbeitet hat. Und von dem einige Autoren auch gesagt haben, es sei wohl für die Spiritualität der orthodoxen Kirche in den letzten zwei Jahrhunderten das bedeutendste Werk, ein Werk, das an Einfluss sogar der Heiligen Schrift gleichkäme. Nun lassen wir es dahingestellt, ob man so stark es ausdrücken muss, aber es ist zweifelsohne ein Werk, das heute von größter Bedeutung und Bekanntheit ist. Ich spreche von der sogenannten Philokalia. Der Mann, der dieses Werk bearbeitet, zusammengestellt hat, wird von seinen Zeitgenossen bezeugt als ein einfacher nicht im Sinne der theologischen Bildung, aber ein schlichter, geradliniger Mann, ohne falsche Hintergedanken, ohne große Ansprüche zu stellen, ausgezeichnet durch seine tiefe Konzentration. Er hätte, so heißt es, ich zitiere, bemerkenswerte geistliche Qualitäten besessen. So zum Beispiel, dass er die Heiligen Schriften, die Bibel, wenn Sie so wollen, fast auswendig konnte und nicht nur den Text, sondern auch in der Lage war, das Buch, das Kapitel und oft sogar die Verse auswendig anzugeben. Von wem rede ich? Es ist der heilige Nikosimos, bekannt unter dem Namen Nikosimos Aioritis, Nikosimos vom Heiligen Berge oder auf Russisch Nikodim Svyatogoritz. Er wurde 1748, eventuell 49, geboren und ist gestorben am 14. Juli 1809. Sein Jugendname, Taufname, ja doch, war Nikolaos Kalivrutsis. Er stammte von der Insel Naxos und wurde dort zuerst von seinem Pfarrpriester erzogen, wie das ja üblich war. Wir befinden uns in dieser Zeit, 1748, bleiben wir mal dabei, dann hätten wir sogar ein Jubiläumsjahr, war noch das ganz Griechenland praktisch und mehr, weitaus darüber hinaus noch, Teil des Osmanischen Reiches. Und eine reguläre schulische Bildung für orthodoxe Kinder geschah im Regelfall entweder durch Wanderprediger oder aber durch den örtlichen Pfarrer. Nun, der junge Nikolaos, wie er also damals noch hieß, wurde also dann von seinem Pfarrpriester zuerst erzogen und dann von Archimandrit Chrysanthos. Chrysanthos war der Bruder des berühmten und kanonisierten griechischen Volksmissionar des heiligen Kosmas von Etola, Kosmas Etolis. Dann allerdings ging Nikolaos in relativ jungen Jahren nach Smyrna. Smyrna, das heutige Izmir, war ja seit der Antike eines der Zentren des griechischen, des hellenistischen Kulturraumes und blieb dies ja auch bis zur großen Katastrophe von 1923, als es zerstört wurde von den nachrückenden kemalistischen Truppen, die die griechischen, nun man muss schon sagen, Invasoren zurücktrieben und das alte Smyrna, das griechisch-jüdische, auch zum Teil türkische Smyrna, in Flammen aufging, zusammen mit dem Martertod seines Metropoliten. Dort also studierte der Junge und lernte der junge Nikolaos noch. Er lernte vor allen Dingen, und das wird für seine weitere Tätigkeit von größter Bedeutung, er lernte Griechisch, das alte Griechisch, die Katharebusa, die reine Sprache, die homerische Sprache, das byzantinische Griechisch, aber er lernte auch Latein, Französisch und Italienisch. Ich nehme an, er hat auch etwas Türkisch gekonnt, Osmanisch-Türkisch natürlich, aber
das sind also die Sprachen, mit denen er später dann auch mit denen er arbeiten konnte. Er war dann allerdings gezwungen, dort seine Studien abzubrechen, während einer neuen Periode, einer neuen Welle der osmanischen Bedrängnis. Das ging ja gegenüber den christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich immer so wellenförmig. Mal gab es zwischendurch mal wieder Zeiten, in denen eine gewisse Entfaltung dann doch möglich war. Dann änderte sich der Sultan oder der Großwesir oder der Scheich al-Islam, wer immer dafür jetzt zuständig war, und es kam zu einer erneuten Bedrängnis. Und das geschah im 18. Jahrhundert ja ebenfalls bis hin zu Martyrien. Ich erwähne nur einen Namen, den heiligen Johannes, den Russen, Johannes Rossos. Nun, Nikolaus ging daraufhin auf den Berg Athos in das Kloster Sionisio, wo er 1776, also im Alter von 26 Jahren, dann auch die Tonsur zum Mönch empfing und den Namen Nikodemos erhielt. Ab jetzt sprechen wir also zu Recht von Nikodemos, dem Ajuriten. Er blieb allerdings nicht lange im Kloster Dionysio, sondern ging in die Skite des Erlösers, oder des Allherrschers, richtiger, Pantokrators. 1777, also immer noch relativ jung, 2 Jahre nach seinem Eintritt in den Mönchstand, machte er die Bekanntschaft mit Makarios Notaras, ebenfalls später kanonisiert, also dem heiligen Makarios, Metropoliten von Korinth. Was daraus erwuchs, war nicht nur offenbar eine lebenslange, auch persönliche Freundschaft, sondern es war auch eine wissenschaftlich-spirituelle Zusammenarbeit, wobei ich mal die Behauptung wage, es war die Zusammenarbeit zwischen einem Inspirator und einem Ausführenden, allerdings einem genial Ausführenden. Das heißt also, der Metropolit Makarios, der heilige Makarios, hatte bestimmte Ideen, hatte bestimmte auch jetzt Dinge, die ihm wichtig waren, die er gefunden hatte. Und Nikodemos war der bescheidene Arbeiter im Weinberg des Herrn natürlich, aber eben, wenn man so will, auch im Weinberg von Metropolit Makarios. So gab bei einem Besuch in diesen Jahren, sind jetzt 1777, ihm Makarios einen Text, genauer gesagt 3 Texte, und bat ihn, diese zu redigieren, zusammenzustellen, in eine Druckfassung zu bringen. Heutzutage müssen wir uns ja manchmal daran erinnern, dass es auch eine Zeit vor dem Internet, vor den Textprogrammen und erst recht der künstlichen Intelligenz gegeben hat, in der eine solche Arbeit einen ganz anderen Charakter trug, nicht vom Endergebnis her, da sind wir hoffentlich immer noch genauso der guten Edition verpflichtet wie damals, aber es war natürlich eben alles handschriftlich erstmal zu machen. Es waren vor allen Dingen alle Quellen handschriftlich zu prüfen. Nun ist der Heilige Berg ja mehr als reich an solchen Bibliotheken. Und auch wenn man heutzutage jetzt angefangen hat, in einigen Klöstern, der Großklöster, mit der Digitalisierung der wichtigsten Texte, so ist immer noch in dieser Hinsicht die Welt der Athos-Bibliotheken voller Überraschung. Ich kann das aus einer lange zurückliegenden Erfahrung, oder Erfahrung ist ein bisschen zu viel gesagt, einem Erlebnis sagen, dass man in eine solchen Bibliothek hineinkommt, dann den Bibliothekar nach irgendetwas fragt und der wühlt dann in einer Ecke, legt ein paar Bücher woanders hin und so weiter. Ja gut, das passierte und passiert auch heute noch sicher in vielen Bibliotheken. Nur wenn man bedenkt, die eine Handschrift, die er beiseite legt, die ist 12. Jahrhundert, die andere ist vielleicht 15. Jahrhundert, da sind wertvollste
Miniaturen drin. Das alles findet sich dort. Ja, gebraucht, weniger gebraucht, wie auch immer. Und Schätze sind dort im großen Maße zu heben. Wobei ich jetzt einmal vielleicht ein bisschen frech sage, ich bin froh, dass die Mönche, und man kann nur froh sein, dass die Mönche nicht die ganze Welt in ihre Bibliotheken lassen, um dort alles herauszuholen, was dann woanders auch gerne hingebracht wird. Gut, also Nikodemos bekommt den Auftrag, 3 Texte zu redigieren, edieren und auch zu prüfen natürlich, auch dann Schreibfehler und so weiter. Das eine ist die Philokalia, mit der wir uns noch beschäftigen werden, intensiv. Das andere sind Texte, eine Sammlung des Lebens der Wüstenväter und noch eine dritte, die dann eingeht in das Martyrologium. Gedruckt wird sein Ergebnis, also zumindest das erste jetzt, wird gedruckt im Jahr 1777, also auch schon, er hat sehr schnell gearbeitet, und zwar in Venedig. Man kann sich fragen, wieso in Venedig? Nun, Venedig war über Jahrhunderte, eigentlich seit dem späten 15., dann im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, war Venedig der Druckort für griechische Texte. Es gab innerhalb des Osmanischen Reiches natürlich keine Druckerei, keine kirchliche Druckerei. Da konnte man eventuell noch abschreiben, das ist auch geschehen. Und es gibt auch da in etlichen und vor allen Dingen den attonitischen Bibliotheken dann natürlich auch Handschriften des 17. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts. Aber Druck war eigentlich nur möglich, im Wesentlichen in Venedig in großem Stil. Und so finden wir eigentlich alle Bücher dieser Zeit, die in Griechisch sind, sind gedruckt in Venedig, ähnlich die armenischen dann in Wien, im Kloster der Mechitaristen dort. Aber Venedig war einfach sozusagen die publizistische, drucktechnische Hochburg. Dort wurde dann auch eben die Philokalia, die wir ja noch näher eingehen werden, gedruckt. 1783 empfing Nikodemos dann das große Schema und zog sich daraufhin für etwa 6 Jahre in der Tat in die Einsamkeit und in das Schweigen zurück. Dann allerdings war es wieder der Metropolit, spätere Heilige, Makarios Notaras, der ihn dort aufstöberte und aufsuchte und dann auch ihm das kontemplative Leben dann doch veränderte, da er erkannt hatte, dass Nikodemos einmal aufgrund seiner Sprachkenntnisse, und die alten Texte sind ja auch rein philologisch oft sehr kompliziert, weil wir hier verschiedene Schichten haben des Griechischen, die sich überlagern, beziehungsweise die also auch nicht zeitlich jetzt abgetrennt sind. Wir haben also nicht unbedingt jetzt vergleichbar, sagen wir, im Deutschen, eine althochdeutsche, mittelhochdeutsche, neuhochdeutsche Zeit, sondern wir haben im Griechischen ein Nebeneinander existieren der homerischen Sprache, die bis heute noch immer in bescheidenem kleinen Umfang gebraucht wird bei ganz hochoffiziellen Dokumenten. Wir haben dann die Zeit der Väter, die zwar noch die homerische Sprache spüren lässt, sie aber doch schon verändert hat. Wir haben die byzantinische Zeit, die teilweise ein Rückschreiten ist, sprachlich gesehen, nicht inhaltlich, sprachlich gesehen. Man kann das, wenn sich jemand dafür besonders interessiert, kann er dir auch das schön nachlesen, nachsehen in den verschiedenen liturgischen Texten. Dass wir in den liturgischen Texten auch diese unterschiedlich ausgeprägten Sprachformen haben, je nach der Zeit, wann die Texte entstanden sind. Also die byzantinischen Texte jetzt als Faustregel, nicht auf jedes Einzelbeispiel natürlich anzuwenden, gehen stärker zurück auf das homerische Griechisch. Es sind nicht das Gleiche, aber gehen stärker zurück, bemühen sich darum, als viele Texte der späteren Väterzeit. Der
philologisch trainierte Nikodemos macht sich also daran, nun weitere Schriften erstmal zu edieren. Und es sind vor allen Dingen zwei große Autoren der hochbyzantinischen Zeit, wenn man diesen Ausdruck so gebrauchen will, die auch bis heute von großer spiritueller, theologischer Bedeutung sind. Das ist einmal Simeon, der neue Theologe, und das ist dann auf der anderen Seite Gregorios Palamas. Beide natürlich auch Heilige. Ich sage jetzt nicht immer bei jedem der Heilige dazu, sonst muss ich in manchem Satz zwei, dreimal der Heilige sagen. Aber das ist natürlich kein Zweifel an ihrer Heiligkeit und ihrer Größe. Nikodemos hat also hier die ersten neuzeitlichen und gedruckten Editionen, eben Simeon des neuen Theologen, Gregorios Palamas, herausgebracht, wiederum alle gedruckt, in der Regel in Venedig. Er hat allerdings auch eigene Werke verfasst, wobei auch da eher der Editor und Kompilator zustande kommt, nämlich ein Leben der Heiligen, das Martyrologium. Da schöpft er natürlich auch aus dem Überlieferungsschatz, aus den auch schriftlichen Überlieferungen, die es dazu gab. Und dann hat er noch ein Werk, was meines Erachtens insgesamt kirchlich eine nicht weniger große Bedeutung hat als die Philokalia, nämlich das Spisarion in der altrussischen Übersetzung, genannt Korbtschaja Knieger, also das Steuerbuch oder Steuermannsbuch, das aber jetzt Nikodemos völlig neu bearbeitet, beziehungsweise nicht im Sinne der Veränderung. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass in der ersten Vortrag dieser Reihe über den heiligen Johannes von Damaskus ich mehrfach den Satz als Losung des Damaskinos gesagt habe: Ich schreibe nichts Neues. Ich schreibe nichts Eigenes, was nichts heißen soll. Ich bin zu dumm oder muss nur abschreiben. Mach Plagiat? Nein, ich schreibe das, was eben die Lehre der Kirche ist. Und Nikodemos hat in Pisalion einen besonderen Aspekt hier herausgestellt, nämlich den der Kanonistik. Es ist eine Sammlung der kirchlichen Kanonis, also der Kanonis der Apostel, der Kanonis der ökumenischen Konzilien, der Kanonis der Väter, Basilius, der anderen. Und diese hat er in einem Handbuch, eben ein Steuerbuch, zusammengestellt, aber auch Kommentare davon, der großen byzantinischen Kommentatoren, Balsamon, Sonneras, und auch seine eigenen Kommentare, beziehungsweise eben Zweckanwendungen, ist vielleicht besser als Kommentare zu sagen. Und damit haben wir ein Buch, was unser Kirchenrecht, wir haben ja kein Kirchenrechtsbuch, wie es die römisch-katholische Kirche entwickelt hat, einen solchen Kodex, sondern wir haben die alten Kanones, eben die ich aufgezählt habe, der Konzilien, der Väter, die manchmal auch in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Und insofern ist dieses Buch, was dann später natürlich auch in andere Sprachen übersetzt worden ist, ein äußerst, äußerst wichtiges Buch bis zum heutigen Tage. Auch dafür dürfen wir Nikodemos, dem Agioriten, dankbar sein. Interessanterweise, und dann hat er noch einige weitere Werke, so hat er zum Beispiel andere Manuskripte, Manuskriptsammlungen des Heiligen Berges ediert. Es gibt eins, das sind 62 liturgische, jetzt nicht kirchenrechtliche, Kanones zu Ehren der Theotokos, der allheiligen Gottesgebärerin, das in Venedig wiederum, woanders hätte man es erwarten können, natürlich nicht, 1796 zum ersten Mal erschienen ist. Wie gesagt, die weitaus meisten seiner Werke sind eben in Venedig gedruckt. Das letzte, sogar schon posthum erschienene Buch ist dann das neue Synaxarion in drei Bänden in Venedig 1819. Er war aber, ich hatte schon gesagt, er konnte Französisch, er konnte Italienisch, er konnte Latein. Er war auch nicht gegenüber westlichen Autoren ignorant.
Und es ist besonders ein Werk, was er publiziert hat, was man teilweise erst gedacht hat, es sei von ihm. Es ist aber eine Übersetzung eines Werkes, das in Latein den Titel trägt, Der geistliche Kampf, von einem 1589 ursprünglich geschrieben, von einem römisch-katholischen Priester in Venedig, von Lorenzo Scupoli. Nicodemus hat es umbenannt, nämlich Der unsichtbare Krieg. Es ist ein interessantes, wichtiges, ist natürlich kein Kirchenvater, aber doch, es zeigt, dass Nicodemus hier nicht Scheuklappen hatte und gegenüber guten spirituellen Werken des Westens durchaus sie erstmal zur Kenntnis genommen hat, sie übersetzt hat und auch dann publiziert hat. Das hat ihm den Vorwurf auch eingebracht, er sei von der römisch-katholischen Spiritualität zu stark beeinflusst, er sei ein heimlicher Westler. Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Ich glaube, er zeigt, dass wir auch in unseren spirituellen Erfahrungen, in unserem geistlichen Denken und auch in unserem theologischen Denken natürlich in einem interessanten Verhältnis auch zu nicht-orthodoxen Quellen stehen. Und das wäre sicher einmal mindestens ein bis zwei weitere Vorträge wert oder auch eine ganze Diskussion. Was ich nenne als ein anderes oder zwei andere berühmte Beispiele, jetzt aus dem südrussischen, ukrainischen, wenn Sie so wollen, Raum, zum Beispiel Petr Mohyla oder auch später Stefan Jaworski oder noch im 19. Jahrhundert auch, vielleicht von Moskau, die also alle auch mit dieser westlichen Denkweise sich auseinandersetzen oder sie auch teilweise übernehmen. Im Sinne durchaus des petrinischen Wortes, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist gut für euch. Was natürlich jetzt erlaubt ist und nicht unbedingt gut ist, darüber muss man sich teilweise sehr lange Gedanken machen. Doch kommen wir zurück zu Nicodemus. Er hat eben in diesen Jahren so intensiv sich seinem wissenschaftlichen Werk gewidmet und ich nehme mal an, das ist jetzt eine reine Vermutung von mir, dass er natürlich auch eine Menge von Reisen auf dem Athos selber unternommen hat, um in die verschiedenen Bibliotheken zu kommen. Und wer mal nicht bei strahlendem Sonnenschein, und wenn es zu sehr strahlt, ist es auch anstrengend, die Wege des Athos gegangen ist, der weiß, dass das sehr, sehr anstrengende Wege sind. Mit vielen Höhenunterschieden, mit Überwucherungen und so weiter. Jedenfalls hat er dann relativ früh, ist er dann doch sehr schwach krank geworden. Er hat dann sich zurückgezogen in eine Skite zweier bekannter Ikonografen, der Priestermönche Stefan und Neophytos Skorteos, und starb auf dem Athos dann, wie ich schon sagte, 1809. Er wurde erst sehr, sehr viel später offiziell kanonisiert, nämlich vom Patriarchat von Konstantinopel am 31. Mai 1955 mit dem Festtag am 14. Juli, also seinem Todestag, und gleichzeitig auch der gemeinsamen Festfeier der anderen Heiligen von Paros und Naxos am ersten Sonntag im September. Sein Schädel findet sich in Karies, also in der Hauptstadt des Athos, in der Zelle des Kurteon. So viel zu einem Mann, dessen Bild wir auf Ikonen und Darstellungen vielleicht etwas ungewöhnlich sehen, im Regelfall vor einer vollen Bücherwand, vor mehreren Reihen von Büchern. Nun, das ist ja manchmal heutzutage bei Interviews im Fernsehen zu sehen, dass viele Leute es lieben, sich dann auch vor einem vollen Bücherschrank zu zeigen. Bei ihm war es aber, ist es, ich denke, die passende Beschreibung seiner Lebenstätigkeit. Der Mann und die Bücher, der Mann und die Werke, die er zugänglich gemacht hat, mit denen er den Zugang zu einer wichtigen geistlichen Welt eröffnet hat. Und damit kommen wir
zum zweiten Teil, nämlich zu jenem Werk, das, wie ich schon sagte, oft als das orthodoxe spirituelle Werk der Neuzeit gilt, und das sicher auch in gewisser Weise ist, in vieler Hinsicht ist. Ja, was ist das eigentlich? Die Philokalia. Das griechische Wort Philokalia bezeichnet oder lässt sich übersetzen als Liebe zur Kalia. Kalia, also der Schönheit, des Schönen und des Guten. Hier ist die altgriechische Vorstellung schon da, die aber natürlich für uns auch gilt, dass das wahrhaft Schöne auch immer das Gute sein muss. Etwas, was nicht gut ist, kann auch nicht schön sein. Es mag schön erscheinen, es mag schön erscheinen, es mag sich auch nach außen präsentieren, aber es ist nicht. Es ist die Schönheit zum Beispiel einer Prostituierten. Es ist nicht die wahre Schönheit. Und umgedreht ist das Gute auch immer das Schöne. Vielleicht nicht im Sinne der Welt strahlt schön, aber es ist die Schönheit des Herzens, es ist die Schönheit vor allen Dingen eben des Guten. Und das im hundertprozentigen Sinne Schöne und Gute zusammen, oder ändern wir den Artikel, der im hundertprozentigen Sinne, ohne Einschränkung, Gute und Schöne, ist Gott selber. Gott selber ist in jeder Hinsicht der Gute und er ist in jeder Hinsicht der Schöne. Ein etwas, worüber es sich, glaube ich, nachzudenken lohnt. Wie gesagt, die Philokalia oder mit ihrem vollen Titel im Stil eben des 18. Jahrhunderts etwas ausweitend, die Philokalia der Heiligen, zusammengetragen von unseren heiligen, gotttragenden Theophoren, von unseren heiligen, gotttragenden Vätern, durch welche, durch die Mittel der Philosophie, der asketischen Praxis und Kontemplation, der Verstand gereinigt, erleuchtet und perfekt gemacht wird. Was ist es nun? Es ist eine Textsammlung von Texten, die zwischen dem 4. und dem 15. Jahrhundert entstanden sind durch spirituelle Lehrer, Meister, Starzen, wenn man so will, aus der hesychastischen Tradition. Und ist geschrieben, das wird ganz klar darin gesagt, und darauf müssen wir gleich nochmal einen besonderen Akzent legen, zur Anleitung und Unterweisung der Mönche. Die erste Edition wurde wiederum, es ist uns schon klar wo, in Venedig 1782 gedruckt. Und das Interessante ist, eine zweite gedruckte Ausgabe, 1782, gibt es erst in Griechisch 1893. Es vergehen also über 100 Jahre, bevor dann eine zweite Auflage gedruckt wird. Und die dritte erscheint in Athen erst zwischen 1957 und 1963. Es ist also, obwohl es ja in Griechisch publiziert ist, ein Werk, was innerhalb der griechischen Welt gar nicht so weite Verbreitung gefunden hat, wie, dazu kommen wir gleich, in der Slawischen. Alle die Schriften in dieser Sammlung der Philokalia sind ursprünglich, mit zwei Ausnahmen, in Griechisch verfasst. Zwei der Schriften, also der mehr oder minder langen Schriften, die dort zusammengefasst worden sind von Nikodemos, waren ursprünglich in Latein, sind aber nicht seine Übersetzung, sondern sind schon in der hochbyzantinischen Zeit, wenn man so will, im Mittelalter, ins Griechische übersetzt worden. Soweit das griechische Original. Die erste Übersetzung der Philokalia ist dann eine kirchenslawische Übersetzung mit ausgesuchten Texten, also nicht das gesamte, vom heiligen Paisi Velichkovski, der dafür den slawischen Namen Dobrotolyubie wählt. Dobroto, das Gute, Ljubie. Allerdings ist dann irgendjemand mal ins Deutsche auf die Idee gekommen, das Ganze Tugendliebe zu nennen, was das Ganze schon in eine völlig falsche Richtung gehen lässt. Die kirchenslawische Ausgabe, wie gesagt, von Paisi Velichkovski, wurde 1793 in Moskau erstmals und 1822 dann noch einmal
gedruckt. Und auch hier ist interessant, Wassily Lischkowski war sehr zögerlich eigentlich, seine Übersetzung außerhalb des Klosters von Optina zu verbreiten. Er war besorgt, und ich glaube nicht zu Unrecht, dass Menschen, die außerhalb der klösterlichen Welt und außerhalb einer monastischen Bildung leben, hier nicht genügend auch unter geistlicher Leitung stehen, unter geistlicher auch, wenn man so will, Überwachung stehen, dass die aus vielen dieser Schriften falsche Schlussfolgerungen ziehen könnten. Vor allen Dingen, wenn sie nicht auch das liturgische Leben von Mönchen führen würden. Nun, der damalige Metropolit von St. Petersburg überzeugte ihn, dass er das Buch, die Übersetzung, doch drucken lassen sollte. Und es ist dieses Buch, wohlgemerkt noch in Kirchenslawisch, das und dann uns oder vielen von uns bekannt ist, weil es vorkommt in dem bekannten Buch eben Der Weg des Pilgers. Dieses kleine Büchlein, wo also der Pilger eben die Philokalia, die Doppeltolubie mit sich führt. Lischkowskis Übersetzung wurde eben, wie gesagt, relativ weit verbreitet, auch außerhalb von Klöstern, nicht zuletzt eben aufgrund der Popularität dieser Erzählung des Pilgers und auch natürlich des Einflusses, des spirituellen Stellenwertes der Elder, der Starzen von Optina, Pustin. Es kann gesagt werden, dass somit, wie weit vollständig, wie weit teilweise, jedenfalls die Kalia eines der bedeutenden Beiträge der spirituellen Entwicklung und der spirituellen Wiederbelebung Russlands im Mittel des 19. Jahrhunderts bis hin auch zu Fjodor Dostojewski. Dieser Weg des Pilgers, das Buch meine ich, ist ein etwas ambivalentes Buch. Einerseits preist es eben das sogenannte Herzensgebet, wie es dann auch genannt wird, das Jesusgebet. Auf der anderen Seite hat es, zumindest in meiner Sicht, auch eine fragwürdige Seite. Denn wenn Sie das ganze Buch durchlesen, finden Sie sehr gute und eben auch auf der Philokalia basierende, von dort übernommene, spirituelle Gedanken. Was aber in dem ganzen Buch oder Büchlein fast völlig fehlt, ist jeder Bezug auf das liturgische Leben der Kirche. Es ist quasi eine Art der Selbstrettung durch das immerwährende Jesusgebet. Nun empfiehlt uns natürlich schon die Heilige Schrift ein unablässiges Gebet. Aber das Leben unserer Heiligen Kirche ist ein liturgisches Leben. Ich will das an dieser Stelle nicht vertiefen, aber ich denke, dort muss man sehr wohl sehen, dass hier eine Frömmigkeitsform verabsolutiert wird. Und das scheint mir genau das zu sein, was sowohl Nikodemos selber wie dann eben bei Wassily Lischkowski auch irgendwo gespürt, gewusst haben. Ja, hier die Philokalia enthält wundervolle, hochwichtige, prägende Texte, aber sie müssen eingeordnet werden in das gesamte Leben, eben auch das liturgische Leben der Kirche. Und sie sollen nicht ermächtigen, sie dürfen nicht ermächtigen, zu einer isolierenden Frömmigkeit, zu einem sich selbst spirituell distanzierenden, wenn nicht in Worten, aber doch in Taten. Das ist eine Befürchtung, die interessanterweise dann auch noch einmal zum Ausdruck gebracht wird und schriftlich niedergelegt wird, von den beiden Autoren, kann man nicht sagen, Übersetzern, aber auch Editoren, die dann die russischen, die prägende und umfangreiche russische Übersetzung im 19. Jahrhundert gemacht haben. Auch diese beide kanonisierte Heilige unserer Kirche. Der heilige Ignatij Brenschaninow, dessen Ausgabe 1857 erschien, und der heilige Feofan, Feofan der Rekluse,
waren der Einsiedler, die also eben 1877 erschien. Diese Ausgabe weicht von der, wenn man so will, Urphilokalia dadurch ab, dass dort auch einige Texte, die nicht im griechischen Original, in der griechischen Originalausgabe stehen, einbezogen wurden, sowie auch Paraphrasen und Auslassungen anderer Stellen. Also hier ist eine klare, das ist nicht mehr jetzt eine Neuedition in einer anderen Sprache, eine Übersetzung, sondern das ist ein originäres, eine originär neue Zusammenstellung. Und es ist eben interessant, dass der heilige Ignatius insbesondere eben auch seine Leser ausdrücklich warnt, dass die Philokalia gelesen werden sollte unter der Anweisung des spirituellen Vaters, um Missinterpretationen oder falsche Praktiken als spirituelle Mittel zu vermeiden. Im 20. Jahrhundert gab es dann eine Ausweitung, allerdings auch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eben auch in westliche Sprachen. Die erste teilweise Übersetzung in eine westliche Sprache erschien in den frühen 50er Jahren im britischen Verlag Faber & Faber. Und das Interessante ist, dass sie, es ist eine Ausgabe, die von Kotlubowski und G.E. H. Palmer in zwei Bänden veröffentlicht wurden. Das erste, Schriften der Philokalia über das Herzensgebet. Hier ist auch schon interessant, dass der Akzent des Herzensgebet hier so eindeutig gesetzt wird, dass er in der Original-Philokalia eigentlich nicht ist. Und dann das zweite, frühe Väter der Philokalia. Also das Hochinteressante war erstmal diese mit dem Pilger eingeleitete, etwas einseitige Betonung auf dem Herzensgebet. Aber das Interessante ist, dass diese Ausgabe von einem der Direktoren von Faber & Faber, der initiiert wurde oder besonders gefördert wurde, der sehr bekannt ist als ein englischer Autor, nämlich T.S. Eliot. Und wenn wir vielleicht das bekannteste Werk von T.S. Eliot, Murder in the Cathedral, lesen und dabei insbesondere, das geht ja um die Ermordung von Erzbischof Thomas Becket, und da gibt es eine lange Meditation oder wie soll man sagen, sozusagen die Golgotha-Stunde für Thomas Becket, wo er eben darüber nachdenkt, ob er sich zum Märtyrer eignet. Und dabei unter anderem sich fragt, oder will ich nur Märtyrer werden aus Stolz, um eben dann, was er ja dann auch geworden ist, für die englische Kirche, der heilige Thomas Becket sein. Wenn man diesen Gedankengang von Thomas Becket liest, bei Eliot, dann merkt man, offenbar hat Eliot auch die Philokalia gelesen. Da sind manche sehr ähnliche Gedanken. Gut, schreiten wir weiter. Es gab dann interessanterweise, diese erste Ausgabe basiert übrigens nicht auf dem griechischen Text, sondern die basiert auf der russischen Übersetzung von Fürfan dem Klausner und enthält auch nur weniger als ein Drittel der originalen griechischen Ausgabe. Inzwischen gibt es eine fünfbändige, jetzt kurz erst abgeschlossen werden, eine fünfbändige englische Übersetzung. Diesmal aus dem Originalgriechischen, 1979 begonnen. Palmer hat wieder mitgewirkt und dann vor allen Dingen der im letzten Jahr verstorbene, zuletzt Metropolit von Dioklea, Callistos Ver. Und Callistos Ver, wer jemals einen Vortrag von ihm gehört hat, der kann ja immer nur bezeugen, dass es in zweifacher Hinsicht immer wunderbar war, Metropolit Callistos zu hören. Einmal wegen seines Inhalts und seiner tiefen geistlichen Worte, zum anderen aber auch wegen seiner wunderbaren englischen Sprache, einer hochpoetischen Sprache, und die hat sich auch, Gott sei Dank, in diese Übersetzung dann hinübergerettet. Eine ebenfalls interessante und tief für Wirkung zeigende Ausgabe stammt dann aus dem Jahr 1946, nämlich natürlich 46 noch nicht alles zu Ende, war der Anfang einer dann zehn Bände umfassenden Übersetzung ins Rumänische von Vater Dumitru Stăniloae, die stark erweitert ist. Also das heißt,
Philokalia, wie wir sehen, ist zwar ein Qualitätsbegriff, ein Qualitätssiegel, wenn man so will, aber es ist nicht ein klar umgrenztes Werk. Wir haben in der ersten slawischen Übersetzung fehlt etliches, in der russischen fehlt auch etliches und wird anderes dafür neu ergänzt. Und dann Erzpriester Dumitru hat Texte Maximus des Konfessors, Simeon des Neuen Theologen, auch nochmal Gregorius Palamas. Inzwischen gibt es also italienische, finnische, französische und eine fünfbändige deutsche Übersetzung mit einem längeren Vorwort, wenn man so will, einer Einführung von Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel, die man durchaus erst lesen sollte und sich dann in bestimmte Texte hineinstürzt. Nun, wie gesagt, die Philokalia ist ein sehr wichtiges, ist ein prägendes Buch, aber sie ist natürlich nicht die Heilige Schrift, auch wenn sie für viele Leute in der Wichtigkeit fast herangekommen sein mag. Das heißt, es sind natürlich keine unfehlbaren Texte. Und vor allen Dingen, und das kann man immer wieder nur unterstreichen, es sind Texte, die aus der monastischen Tradition erwachsen. Die monastische Tradition ist bis nachweisbar, bis in die ältesten Zeiten, die Tradition auch von Schüler und geistlichem Lehrer. Wir haben die Bücher, die wir Patericon nennen, Väterbücher. Und die Philokalia ist in gewisser Weise, auch wenn es jetzt nicht diese Kurzform ist, aber sie ist in gewisser Weise auch in diese Tradition hineinzustellen. Es sind Texte der Väter zu bestimmten Themen. Und was eben die Paterica schon zeigen, der Schüler fragt und der geistliche Vater antwortet. Manchmal schwer verständlich, manchmal leicht verständlich, manchmal langes Nachdenken bedürfen. Und das ist insofern, denke ich, auch und besonders auf die Philokalia anzuwenden. Sie ist eine wunderbare Sammlung von Texten, aber diese Texte bedürfen des Kontextes, einmal der spirituellen Belehrung durch den geistlichen Vater oder geistlichen Väter oder auch die Mitbrüder im Kloster, mit Schwestern, Frauenkloster. Und vor allen Dingen, vergessen wir nicht, wir sind zu Recht stolz darauf, dass wir eine liturgische Kirche sind, mit einer wunderbaren Liturgie, mit unseren Mysterien, mit unseren Segnungen, mit unserem Stundengebet. Wer mit diesem Rückgrat des monastischen Lebens an die spirituellen Texte herangeht, der wird sie auch sehr nützlich für sein geistliches Leben anwenden können. Wer sie dazu benutzt, ein isoliertes, isolatorisches Gegenelement, ich brauche eigentlich den Gott nicht, ich mache ja das Jesusgebet, der geht, befürchte ich, in die Irre. Und was meine Meinung ist, ist dabei nicht so wichtig, aber das ist auch die Meinung des heiligen Ignati. Das ist die Meinung von Paris Wernischkowski gewesen, ausgedrücktermaßen. Und das ist die Meinung vor allen Dingen des Mannes, der die Philokalia uns erst einmal in der Form zugänglich gemacht hat, des heiligen Nikodemus Aioritis. Und ich möchte abschließen mit dem Apolitikion, mit dem Troparion zu seinen Ehren. Wer es singen will, das ist im dritten Ton. Du bist erwiesen worden als eine göttliche Erleuchtung der heiligen Mysterien, der heiligen Geheimnisse, indem du uns das Richtige lehrtest. Du warst ausgestattet mit der Gnade der Weisheit, o Vater heiliger Nikodemus, denn du hast alles dies präsentiert durch dein ganz reines Leben, indem du die Erleuchtung durch den Reichtum der göttlichen Worte ausgegossen hast. Deine Lehren des Heiles strahlten auf als ein Licht für die ganze Welt, o gerechter Vater.